Noch einmal einen schönen guten Tag aus Venedig. Ich freue mich sehr am diesjährigen Italientag der Universität Kassel des Netzwerks Italien teilnehmen zu können. Und sehr herzlich möchte ich auch noch einmal danken den Initiatorinnen Frau Baumgärtner und Frau Rosbach für die Einladung und Frau Nordheim für die nette technische Betreuung. Ich würde zur Einführung ins Thema Venedig und der Massentourismus gerne den Anfang eines Musikstücks vorspielen. Und dazu muss ich jetzt nochmal, was natürlich jetzt eine besondere Herausforderung darstellt, den Bildschirm freigeben. Ja, also ich nehme an, die Stimme werden viele von Ihnen erkannt haben. Das war der unverwechselbare Paolo Conte. Und hier zeige ich Ihnen jetzt auch noch einmal den Text nochmal in, also die eben gehörten Worte nochmal in Textform. Vieni, facciamo ancora un'altra foto col Colombo in man, così sorridi bene senza smorfie, lo sguardo fisso su di me, mentre conto fino a tre, sarai contento quando poi tua cugina lo vedrà, che a Venezia siamo stati anche noi. Und hier noch einmal ganz kurz in einer tentativen deutschen Übersetzung. Machen wir noch ein Foto mit der Taube in der Hand. So lächle schön, ohne Grimassen, den Blick fest auf mich gerichtet, während ich bis drei zähle. Und du wirst glücklich sein, wenn deine Cousine sieht, dass wir auch in Venedig gewesen sind. Mit diesen Worten besang Conte 1982 in seinem Lied Tua Cugina Prima, Tutti a Venezia, die Lagunenstadt. Selbst ohne die Musik, die wir eben gerade gehört haben und die in den für den Cantautore Conte charakteristischerweise die subtile Ironie des Textes akzentuiert, ist der Spott über eine Tourismusform unüberhörbar, die wir als typisch für die Epoche der Selfies und Social-Media-Kommunikation erleben. Sich mit emblematischen Requisiten am Ort der Ferien fotografieren zu lassen, war indes schon in den 1980er Jahren an der Tagesordnung und gehört zum modernen Tourismus im Grunde seit dessen ersten Manifestationen. Ein Beispiel, auf das ich auch noch später noch mal kurz zurückkommen werde, bildet die leicht im Internet greifbare Aufnahme, die ich Ihnen hier schon zeige. Und zwar handelt es sich um Claude Monet und seine Gattin in Venedig aus dem Jahr 1908. Also etwa einem halben Jahrhundert, kann man ungefähr sagen, nach dem Aufkommen des Phänomens, das wir heute als Massentourismus bezeichnen. Zwischen dem Paar, welches hier vor der Markusbasilika inmitten eines Schwarms von Tauben zu sehen ist, und jenem in Contes Lied, lässt sich ohne allzu großen Fantasieaufwand eine direkte Verbindungslinie ziehen, die bis in die heutige Zeit verlängert werden kann, und zwar in verschiedener Hinsicht, wie ich in meinem Vortrag zeigen möchte. Beginnen werde ich gleich mit einem Blick auf die Zahlen zum Tourismus. Anschließend möchte ich zweitens kurz die Struktur der derzeitigen Tourismusforschung skizzieren, nur in einem groben Überblick und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, um dann drittens etwas genauer auf die in meinem Vortragstitel genannte kultursemiotische Annäherungsweise zu sprechen zu kommen und viertens die Frage nach einem Weg zu stellen, der von der derzeit stark polarisierten und polarisierenden Debatte zu einer konstruktiven Kritik führen könnte. Wer im vorpandemischen Venedig gelebt hat oder zu Besuch war, mag in manchen Situationen auch den von Paolo Conte ironisch eingeklammerten Teiltitel Tutti a Venezia in einer sehr physischen Weise als aktuell empfunden haben. Tatsächlich konnte es sich gelegentlich so anfühlen, als seien tutti, alle Touristen der Welt in Venedig. Sie sehen hier die Zahlen, die ich versucht habe, ohne
größere Details zusammenzustellen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man sich mit den touristischen Statistiken beschäftigt. Also Übernachtungsgäste sind nach Venedig und damit ist gemeint jetzt die Città Storica und eingeschlossen sind in dieser Zahl auch Murano, Burano, Torcello. Ja, also wir haben ja ganz am Anfang in dem Vortrag von Frau Fies haben wir ja die Lagune gesehen und können Sie sich vielleicht vorstellen, wenn Sie Venedig nicht selbst kennen, wie das sich dann verteilt. Und diese Statistik, diese Zahlen, die ich Ihnen gebe oder hier zeige, stammen aus der Statistik des staatlichen Statistikinstituts ISTAT, also der des Istituto Nazionale di Statistica. Demnach sind also Übernachtungsgäste eingereist in Venedig 3,5 Millionen im Jahr 2019. Das ist die Zahl der Personen, also der sozusagen physischen Personen, die angereist ist. Und diese Personen haben durchschnittlich 2,5 Mal in Venedig übernachtet. Daraus leiten sich dann ab, das ist in den touristischen Statistiken ein europäischer Standard, die Präsenzen. Also das heißt, man rechnet mit der Zahl der Übernachtungen, um solche Auslastungen oder auch Belastungen zu beschreiben. Also ich denke, das leuchtet ja unmittelbar ein, dass es etwas anderes ist, ob eben die Touristinnen und Touristen 10 Tage bleiben oder einen Tag, diejenigen, die kommen. Also insofern ist es würde also diese Zahl hier eben 8,8 Millionen betreffen, touristische Übernachtungen. Ende 2019 nun, das ist die Zahl, die Sie ganz unten sehen, verzeichnen die venezianischen Behörden 52.143.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Auf einen gemeldeten Stadtbewohner kamen also 6,71 Gäste, also als Zahl der Personen, beziehungsweise 168,7 Präsenzen im Jahr. Und das waren wohlgemerkt nur diejenigen, die ein Zimmer in der Stadt gebucht, sich dort eingecheckt hatten und ein Zimmer vor allem in einem Hotel, einer Pension oder einer alternativen Unterkunft. Auf jeden Fall handelt es sich um Unterkünfte, die also erfasst sind, die also behördlich nachvollziehbar sind und dokumentiert sind. Präsenzen von Übernachtungsgästen insgesamt in der Kommune di Venezia, also einschließlich Lido und Terraferma, aber auch Malamocco, Alberoni und Pelestrina werden hier mit reingezählt, belaufen sich auf knapp 13 Millionen in diesem Jahr. Wenn man jetzt diese Zahlen nimmt, sind wir bei 249 Übernachtungen von Touristen je Einwohner. Diese Zahl, diese 13 Millionen, stellen 3% aller touristischen Präsenzen in ganz Italien dar. Also insgesamt aller von Touristen in Italien verbrachten Nächte in diesem Jahr. 3%. Venedig kommt in der nationalen Tourismusstatistik damit direkt nach Rom, das weiterhin das touristische Hauptziel in Italien geblieben ist. Und nur ganz kurz zum Vergleich. Rom zählte laut ISTAT 2019 etwa 31 Millionen Präsenzen. Das sind ungefähr 7% der nationalen Zahl. Also 31 Millionen wiederum von Übernachtungsgästen. Ja? Und das waren 19,4 Millionen Ankünfte. Und wir sprechen aber bei Rom von knapp 3 Millionen Einwohnern. Auf die pro Person, also auf diese Einwohner kam demnach pro Person ungefähr 10,3, also etwas über 10 Präsenzen. Gegenüber den 168, die ja auf einen Einwohner Venedigs kamen, wenn wir nur die Übernachtungen in der Stadt berechnen. Und zu bedenken sind bei diesem Verhältnis natürlich auch, ich glaube, damit sage ich niemandem etwas Neues, die stark differierenden Größen der städtischen Räume. Während die Oberfläche Roms, wenn die Angabe im Internet stimmt, 1.285 Quadratkilometer misst, beträgt die Fläche Venedigs Stadt, und damit meine ich jetzt eben Centro Storico wieder, knapp 8
Quadratkilometer. Also, und das sind ungefähr 0,6% der Größe der Oberfläche der Hauptstadt. Bei gleichzeitig eben ungefähr 10-mal so viel Übernachtung von Gästen je hier wohnender Person. Und betrachtet man nun dazu noch die von mir rot gesetzte Zahl von 30 Millionen insgesamt, diese Zahl mit dieser Zahl wird die Tourismusbeauftragte der Stadt im Internet zitiert. Das sind also 30 Millionen insgesamt einschließlich Tagesausflügler. Und die Tourismusbeauftragte spricht auch von einem Spitzendurchschnitt von 60.000 Besuchern täglich, dürfte das ganze Ausmaß der Belastung deutlich werden, der sich die Stadt vor Februar 2020 ausgesetzt sah. Was die aktuelle Situation betrifft, hat die lokale Tageszeitung Il Gazzettino für das vergangene Wochenende eine Tageszahl von 35.000 Besuchern in Venedig-Stadt genannt. Wir befinden uns also schon über der Hälfte des Spitzendurchschnitts der Zeit vor der Pandemie, obwohl weltweit Reisen noch immer nur unter beträchtlichen Einschränkungen stattfinden können. Das natürlich vorausgesetzt, diese Zahlen stimmen, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass diese letztgenannte Zahl in etwa stimmt. Es zeichnet sich somit ab, dass das eintreffen wird, was viele Beobachterinnen und Beobachter befürchtet haben. Nachdem im Pandemiejahr 2020 und in der ersten Hälfte 2021 das Fortbleiben der Touristinnen und Touristen für viele Menschen in Venedig wirtschaftlich ruinöse Folgen mit sich gebracht hat, ist für die politisch Verantwortlichen gemeinsam mit den anderweitig beteiligten großen und kleinen Akteuren die Rettung der Wirtschaft gleichbedeutend mit einer Rückkehr zur vorpandemischen Normalität in Anführungsstrichen. Und was hier normal heißt, in Venedig für viele, wie in anderen ökonomisch und infrastrukturell ähnlich zugeschnittenen Orten, ist vom Tourismus zu leben. Das so zu sehen, ist alles andere als abwegig. Schließlich wartet ein guter Teil der Menschheit, wie täglich der Presse zu entnehmen ist und wie eben auch in unserer Runde gesagt wurde, sehnsüchtig darauf, wieder in die Ferien fahren zu können. Und das ist für Venedig natürlich in mehrerer Hinsicht eine dilemmatische Lage. Denn was eine wieder neu errungene Bewegungsfreiheit und Einnahmequelle für die einen darstellt, ist eine schwer zu ertragende Rahmenbedingung für die anderen, für all diejenigen, die in den touristischen Orten ein in ihren Augen wiederum nun normales Alltagsleben führen möchten. Ich denke, jede und jeder weiß, wovon die Rede ist oder kann es sich vorstellen, denn so wenig von der Hand zu weisen ist, dass der Tourismus Venedig und zwar durchaus auch im Positiven zu dem gemacht hat, was es heute ist. Und die Frage, denke ich, nicht tabuisiert werden darf, was aus der Lagunenstadt denn geworden wäre ohne deren touristische Vermarktung. So multifaktoriell sind auf der anderen Seite auch die aus dieser Vermarktung resultierenden Probleme. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden schlicht verdrängt. Ihre Zahl nimmt durch Wegzug und Ableben der vielfach älteren Menschen kontinuierlich ab. Die Stadt transformiert sich zunehmend in ein Freizeitziel für Menschenmassen und droht in absehbarer Zeit irreversiblen kulturellen und sozialen Schaden zu nehmen, wie auch die landschaftliche Umwelt sich einem immer dramatischeren Bedrohungsszenario ausgesetzt sieht. Da Venedig bei aller Einzigartigkeit hinsichtlich dieses Dilemmas lediglich ein besonders drastisches Beispiel dafür darstellt, für diese Situation, die touristische Ziele im Allgemeinen und Touristenstädte im Besonderen prägt, genannt seien hier nur Barcelona und Dubrovnik, ist es frappierend, dass verhältnismäßig wenig in Richtung eines dringend nötigen Paradigmenwechsels gedacht und unternommen wird. Nicht nur der venezianische, sondern der globale Tourismus bedarf einer grundlegenden Neuausrichtung. Punktuell Formen des sogenannten nachhaltigen oder schonenden oder auch sanften Tourismus einzuführen, wird allein nicht ausreichen, weil zum einen mit ihnen lediglich eine stellenweise Reduktion der Tourismuszahlen bewirkt werden könnte, wenn er denn funktioniert, und die Funktionen aber des Systems Tourismus als solche unverändert blieben.
Also die wirtschaftlichen Funktionen, die in einem engen Wechselverhältnis mit seinen sozialen und kulturellen Funktionen stehen. Und an denen wird sich durch den sogenannten Slow Tourism substanziell nichts ändern. Jedenfalls nicht durch diese andere Form des nachhaltigen Tourismus allein. Zum anderen aber brauchen Städte wie Venedig, Dubrovnik und Barcelona, die Innenstädte von Rom oder Florenz und viele mehr, umfassendere Konzepte, wenn sie in Zukunft wieder verstärkt andere Funktionen haben sollen, als die Freizeitziele zu sein. Es geht also um langwierige Prozesse eines gesamtgesellschaftlichen Umdenkens, die dann wiederum einen differenzierten Strukturwandel anstoßen müssten. Und damit komme ich zu meinem Punkt 2. Zu diesen Prozessen, die sich ja in wesentlichen Teilen in Bereichen der gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung abspielen, also diskursiv gestaltet werden, können die Kulturwissenschaften, wie mir scheint, beitragen. Durch eine systematische inter- und transdisziplinäre Mitwirkung an der Tourismusforschung. Zu diesem Zweck wäre es allerdings vonnöten, eine ganzheitlich angelegte Tourismuswissenschaft zu etablieren, die seit langem ein Desiderat der Forschung ist. Ich verweise beispielhaft auf die für einen Einstieg in das Thema vorzüglich geeigneten Ausführungen und Literaturhinweise des Tourismushistorikers Rüdiger Hachtmann auf dem Doc-Server des Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam. Die Adresse sehen Sie auf Ihren Bildschirmen. Eine ganzheitliche, ergebnisoffene, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Tourismus oder eine eigenständige Tourismuswissenschaft hat sich laut Hachtmann vor allem deshalb nicht ausbilden können, da Forschungen auf dem Gebiet, ich zitiere, noch stärker als auf anderen kultur-, sozial- und wirtschaftshistorischen Feldern von ökonomischen Interessen überwölbt werden. Noch deutlicher wird der von Hachtmann auf dieser Seite wiedergegebene Historiker und Leiter des Tourismusarchivs an der FU Berlin, Hasso Spode, demzufolge die Forschungsrichtung Tourismus bislang ihren Zweck darin erfüllt, der sogenannten Praxis dienlich zu sein, sprich Unternehmen und Kommunen dabei zu helfen, Geld zu verdienen. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund ist vielleicht auch die insgesamt dürftige Lage der Begriffsbildung zum Tourismus verständlich, die unter anderem auch der Soziologe Marco Deramo in dem sehr lesenswerten Buch Il Selfie del Mondo, Indagine sull'età del turismo von 2017 darstellt. Dieses Buch ist auch in deutscher Übersetzung 2018 erschienen. Diese Situation wird auch von diesem Soziologen Deramo beklagt. Wenngleich die Forschungsliteratur zum Thema kaum noch zu überschauen ist, gehöre der Tourismus, ich zitiere, zu jenen sozialen Phänomenen, die allgegenwärtig und vertraut, aber immer noch und in jedem Fall unverdaut und unverarbeitet sind. Etwas überspitzt lässt sich vielleicht formulieren, dass wir über den Tourismus heute im Grunde sicher nur wissen, dass er ein wichtiger globaler Wirtschaftsfaktor ist. Was es ansonsten mit ihm auf sich hat, vor allem welche Macht er in unseren Köpfen ausübt und eben nicht nur im Denken der Akteure, die wirtschaftlichen Profit aus ihm ziehen, damit beschäftigen sich nur wenige. Und ich ziele jetzt nun keinesfalls darauf ab, ökonomische Interessen zu banalisieren oder gar zu dämonisieren. Vielmehr geht es mir darum, die Stimmen zu unterstützen, die seit Jahren darauf hinweisen, dass der Tourismus ein hochkomplexes Kulturphänomen ist, das es mit adäquaten Mitteln zu erforschen gibt. Die Frageperspektiven und Standpunkte der historisch-hermeneutischen und kultursemiotischen Fächer sollten daher ebenso einen festen Platz in der Tourismusforschung haben, wie die aktuell dominierenden ökonomischen Disziplinen, die Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre, die zwar tatkräftig von der Soziologie, Psychologie, Geografie, Anthropologie, Informationswissenschaft, Architektur und Ökologie flankiert werden, aber im Wesentlichen zum eben von Spode genannten Zweck.
Im Grunde wird also Tourismus von der aktuellen Tourismusforschung, ich spitze erneut zu, gleichgesetzt mit Tourismusindustrie, während andere Perspektiven, historische, kunstgeschichtliche, literaturwissenschaftliche und umfassender kultursemiotische, lediglich vereinzelt in den jeweiligen Fachwissenschaften eröffnet werden. Diese Lage ist nicht förderlich für den fächerübergreifenden Erkenntnisgewinn, zumal es sich beim Tourismus um einen schwer abzugrenzenden Gegenstandsbereich handelt, der darüber hinaus höchst dynamisch ist. Von den vielen verschiedenen Erscheinungsformen seien jetzt hier nur der Pilgertourismus, der Bildungstourismus, Strandtourismus, kulinarischer Tourismus, es gibt einen Sporttourismus, einen Seniorentourismus und auch einen Geschäftsreisetourismus genannt. Das sind Formen, die zum Beispiel in Venedig, aber auch weltweit eine Rolle spielen. Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt, der touristische Code und seine Dialektik. Was Paolo Contes Lied behandelt, scheint, wie bereits angedeutet, ein konstantes Element des Tourismus zu sein. Tatsächlich kommt in der Situation des Mannes, der in diesem Lied beschrieben wird, der offenbar von seiner Frau gezwungen wird, für ein Foto mit Tauben zu posieren, eine Beziehung zwischen dem touristischen Ort und dem touristischen Diskurs zum Ausdruck, dem touristischen Ort und der Gesamtheit aller sprachlichen, visuellen oder in anderer Weise zeichenhaften Kommunikation über diesen Ort. Diese Beziehung beschreibt der Semiotiker Jonathan Culler als touristischen Code, als gemeinsame Sprache und gemeinsames Weltbild, das von allen Touristen der Erde geteilt wird und sozusagen einem moralischen Imperativ gleichkommt, des Verständnisses dessen, was bedeutsam ist und während des touristischen Aufenthalts gesehen werden muss. Ich habe hier Ihnen ein Zitat mitgebracht aus diesem Text, Semiotics of Tourism. Das ist mittlerweile ein Standardtext, also in der kulturwissenschaftlich orientierten Forschung zum Tourismus. Groups with different national interests are brought together by a systemized knowledge of the world, a shared sense of what is significant and a set of moral imperatives. They all know what one ought to see in Paris, that you really must visit Rome, that it would be a crime never to see San Francisco and ride in a cable car. Grund und Basis dieser alle sozialen, kulturellen, nationalen und so weiter Unterschiede überbrückenden Gemeinsamkeiten sei der touristische Code, the most powerful and widespread modern consensus. Allein aufgrund der gewaltigen Macht des Touristic Code konnte der Tourismus zu einem Phänomen werden, das die westliche und globalisierte Kultur so umfassend geprägt hat, wie es keine andere Praxis der Alltagskultur vermochte. Alle seien wir Touristen gewesen oder haben Touristen beobachtet, erklärt Kalla und führt aus, for most of us, the world is more imperiously an array of places that one might visit than it is a configuration of political or economic forces. Zu dieser Selbst- und Weltwahrnehmung, die wohl am zuverlässigsten die Menschheit der frühen Neuzeit von jeder der Moderne unterscheidet, kommt ein weiterer Aspekt hinzu, den schon ein anderer Theoretiker, der ebenfalls viel zitiert wird, des Tourismus hervorgehoben hat, nämlich Hans Magnus Enzensberger in einem Aufsatz von 1958. Vergebliche Brandung lautet der Titel, vergebliche Brandung der Ferne, eine Theorie des Tourismus, damals im Merkur erschienen. Da handelt es sich dabei um das Recht bzw. die Pflicht sogar Urlaub zu haben. Die inzwischen aus keinem Arbeitsleben wegzudenkende Institution der Ferien, die den Massentourismus erst möglich gemacht hat, ist für unzählbare Menschen auf der ganzen Welt ein gesetzlich geregeltes Recht. Wie kein anderes Phänomen der Gegenwartsliteratur verbindet der Tourismus die vermeintlich individuellen Sehnsüchte und Wünsche Einzelner, den Freiheitsdrang oder das Bedürfnis nach Erholung vom Alltag, die Ambition der Selbstverwirklichung
durch die Begegnung mit fernen Ländern oder das Abenteuer mit wirtschaftlichen Faktoren. Wenn zum Kern des Tourismus, wie Enzensberger darlegt, die romantische Vorstellung von Reisen gehörte, die sich vom System der Pflichten zu befreien und der industriellen Welt zu entfliehen, ist der Tourismus unwiderruflich und lange selbst eine Industrie geworden. Daher rührt die unhintergehbare Dialektik des Tourismus. Der Tourismus bricht systematisch seine Versprechen, verunmöglicht das Erreichen des von ihm selbst beworbenen Ziels, da das von Touristinnen und Touristen gesuchte und ihnen medial verheißene Freiheit, Abenteuer, authentische Erlebnisse und Erfahrungen vom touristischen System erstickt wird. Insofern ist aus der Freiheit, dem Abenteuer und der Authentizität eine planbare und abrufbare Ware macht, ein normiertes und seriell verkauftes Produkt. Dem kapitalistischen Wachstumsgebot und dem sozialen Fortschritt gehorchend, geht die systemische Tourismusdialektik mit einer Tendenz zur sozialen und räumlichen Hegemonisierung, Homogenisierung einher. Die Zahl der Personen, die sich das Reisen leisten können, wächst beständig, ebenso wie räumliche Distanzen durch Transport- und Kommunikationstechnologien immer einfacher überwunden werden können. Und auf diesem Weg produziert das System Tourismus schließlich jenen Effekt, der in den letzten Jahren nicht allein in Venedig als Overtourism in die Schlagzeilen geraten ist. Der Tourismus zerstört gewissermaßen die eigene Daseinsgrundlage, nämlich die touristischen Reiseziele, indem er das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Leben, muss man ja sagen, das sieht man ja jetzt, der Urlaubsorte verheert und der Umwelt nicht wiedergutzumachenden Schaden zufügt. Der daher fraglos notwendigen Tourismuskritik hat allerdings bereits Jonathan Culler, nicht anders als der zitierte De Ramo, wie inzwischen andere klassische Autoren des Themas, zum Beispiel Dean McKennell oder der bereits genannte Enzensberger und andere, Oberflächlichkeit und das Fehlen einer Vorstellung von Problemganzen attestiert. Bei einer Sichtung der tourismusfeindlichen Äußerungen in den Feuilletons kann der Eindruck entstehen, dass sich schon die schlichte Ablehnung als Kulturkritik versteht. Bedenkenlos werden dabei auf Menschen übrigens Beschreibungen verwendet, wie man sie in rassistischen Texten des 19. Jahrhunderts findet. Die Rede ist von Herden, Rudeln, Schwärmen, nicht selten von Horden oder Belagerern. Auch die Wetter- und Naturkatastrophenmetaphorik ist verbreitet. Touristen kommen in Wellen, Fluten oder Strömen. Der wohlfeile rhetorische Effekt wird hier offensichtlich etwas höher veranschlagt als ethische oder kulturelle Verantwortung, für die der aufklärerisch-intellektuelle Journalismus ja vorderhand eintritt, wenn er die Zerstörer zum Beispiel der Kultur Venedigs anprangert, namentlich die Touristen bzw. die Geschäftemacher. Was in diesem Zusammenhang allerdings fast nie reflektiert wird, ist die Rolle der Kulturschaffenden selbst im Tourismusmarketing. Geradezu bizarr muten manche Artikel an, die kunstvoll die deplorablen Folgen des Tourismus in Venedig darstellen und dann zwischen den Zeilen touristische Geheimtipps geben oder heute in den digitalen Formaten im wahrsten Sinne ins Auge springend Schlagworte wie Markusplatz, Rialto oder ähnliches mit Informationen zu touristischen Angeboten oder Werbung verlinken. Aber hier liegt noch nicht einmal der größte performative Widerspruch, der dem touristischen Diskurs innewohnt. Denn am meisten scheinen sich die Touristinnen und Touristen untereinander abzulehnen. Regelrechte Wettbewerbe würden schon Culler zufolge unter Touristinnen darin ausgetragen, wer am wenigsten touristisch ist. Und jeder Touristin fände immer jemanden noch touristischeren zum Verspotten. Touristen scheinen im allgemeinen Urteil schlicht the lowest of the low zu sein. Ebenso beobachtet später De Ramo, Tourismus-Bashing scheint der populärste Sport des Planeten zu sein. Wenn etwas für Touristen ist, heißt das, es ist NAP, eine Touristenfalle. Gerade diese Abwertung des Tourismus
zu dem sich anscheinend niemand, der im Besitz von Verstand und Selbstachtung ist, freiwillig bekennt, bildet nun aber im Licht der semiotischen Analyse ein wichtiges Moment des Systems Tourismus selbst. Kaller, der sich hier unter anderem auch an Roland Barthes und dessen Mythologien des Alltags, die Mythologie, der darauf aufbaut, sagt: To be a tourist is in part to dislike tourists, both other tourists and the fact that one is oneself a tourist. Die überkommene Unterscheidung zwischen Reisenden und Touristen, die sich etwa auch darin äußert, übrigens auch heute noch in der in entsprechenden Texten etwa der Kunstgeschichte, dass es anscheinend unpassend erscheint, einen Monet in Venedig als Touristen zu bezeichnen. Im Gegenteil, dass man ihn sogar noch darstellt als jemanden, der da diametral entgegengesetzt steht, ist eine recht einfache Strategie, sich selbst von der Nichtzugehörigkeit zu der als minderwertig begriffenen Gruppe zu überzeugen. Ferocious denigration of tourists is in part an attempt to convince oneself that one is not a tourist. The desire to distinguish between tourists and travelers is a part of tourism, integral to it rather than outside or beyond it. Denn was in dieser Differenzierung zum Ausdruck komme, ist das Oppositionsverhältnis zwischen dem Authentischen und dem Nicht-Authentischen, das zum Tourismus-Narrativ seit jeher gehört. Und an dieser Stelle können sich beispielhaft die Erkenntnismöglichkeiten einer semiotischen Betrachtung zeigen, insofern Kallers Analyse vor Augen führt, dass als authentisch nichts an sich empfunden werden kann. Ja, die Wahrnehmung von Authentizität, streng genommen, immer auf eine Art mise en abyme hinausläuft. Denn die Dinge müssen zum einen als authentisch mediatisiert, das heißt durch Marker, als Aussichtsplätze oder als typisch lokal zu betrachtendes Sites kenntlich gemacht werden, verlieren zum anderen genau in diesem Moment aber ihre Authentizität, werden zu touristischer Inszenierung. Und die Touristinnen und Touristen wiederum sammeln Marker. Sie kopieren und multiplizieren die Marker sogar durch Souvenirs und Fotos des Ortes, die dann wieder andere Touristen anziehen, indem die Markerbesitzer, wenn ich das so ausdrücken darf, den anderen, die noch nicht dort gewesen sind, zum Beispiel in Venedig, durch mehr oder weniger subtilen Druck zu verstehen geben, dass ihnen etwas fehlt. Genau wie die Cugina in dem Song von Conte. Es handelt sich hier um symbolisches oder kulturelles Kapital im Sinne Pierre Bourdieus, des Soziologen, auf den sich die kulturwissenschaftliche Tourismusforschung verschiedentlich bezieht. Der Reichtum, den die heimkehrenden Touristen von ihrer Reise mitbringen, der Gegenwert, für den sie eigentlich bezahlen, insofern Essen, Trinken, Shopping und andere Aktivitäten, grundsätzlich und nicht an das Reisen gebunden sind und auch nicht dazugehörige Kosten voraussetzen, also jedenfalls keine Extrakosten, ist immateriell. Siamo stati a Venezia anche noi. Das sagen zu können und durch Fotos zu belegen, erhöht den sozialen und kulturellen Status. Aber dass dies so ist, ist ein Resultat der Bedeutungen, die der touristische Code generiert und verbreitet. Ich komme zum Schluss. Wenn die hoffnungslose Suche nach dem Authentischen die Touristinnen untereinander und mit den Tourismuskritikern eint und im gleichen Maße im sozialen Unfrieden oder gar Feindschaft zwischen allen Beteiligten hervorbringt, so bestätigt sich einmal mehr die Macht des touristischen Codes, der sich offenbar alle Widersprüche einverleiben kann, ohne dadurch an Kraft zu verlieren. Und wenn das große Dilemma unserer Zeit darin besteht, dass der touristische Code untrennbar mit der Tourismusindustrie verbunden ist, können sich neue Wege vielleicht dadurch eröffnen, dass die Reflexion über diesen Sachverhalt zu einem Element des Codes selbst wird. Die Reflexion. Es ist verständlich, dass die Leidtragenden in zum Beispiel Venedig auf ihren gegensätzlichen Standpunkten beharren, ohne sich um die Argumente der jeweils gegnerischen Seite zu kümmern, wie zuletzt bei einer Demonstration gegen die Grandi Navi, die wieder in Betrieb genommenen Kreuzfahrtschiffe, plakativ deutlich wurde, insofern die einen den Slogan Venezia lavora,
vor sich hertrugen, den sie gegen die seit Jahren bekannte Losung No Grandinavi in Stellung brachten. Weit weniger verständlich ist es aber, dass diejenigen, die nicht in dieser existenziellen Weise involviert sind, die Polarisierung befeuern und daraus dann ebenfalls symbolisches oder kulturelles Kapital im obigen Sinne beziehen. Denn die Anprangerung des Tourismus, gekoppelt mit der Überlegenheit des ortskundigen Beobachters, stellt ebenso eine Form der Vervielfältigung der Marker dar, wie es in anderer Weise auch die zweifelsohne großartigen Film- und die Literaturwerke tun, die touristische Orte zum Gegenstand haben. Aber liest man zum Beispiel die Texte über touristische Erfahrungen in Venedig, Romane oder Essays und Berichte von Goethe oder Proust, Mary McCarthy oder Sartre, um nur einige wenige zu nennen, zeigt sich die Komplexität des Kulturphänomens Tourismus, das eben auch ganz andere Implikationen hat als ausschließlich ökonomische. Und hier beginnt die Aufgabe der Kulturwissenschaften. Durch die Auseinandersetzung zum Beispiel mit historischen Literatur-, Film- und kunstwissenschaftlichen Gegenständen zur gesellschaftlichen Selbstreflexion und Kritik und entsprechender Bewusstseinsbildung beizutragen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Geduld.